bevor ich die Idee hatte, diesen Film zu machen, war ich bereits einige Monate in Istanbul und ich bin dort auf ein Phänomen gestoßen, was ich wahnsinnig spannend fand. Und zwar habe ich dort Personen aus Syrien kennengelernt, die sozusagen sich im Exil befinden und die trotz Probleme im Alltag, sich zurechtzufinden, eigenes neues Leben aufzubauen, nach wie vor ihrem Aktivismus nachgehen und sozusagen aus dem Exil heraus sich für die syrische Revolution einsetzen. Und ich war wirklich sehr beeindruckt. Man kann zusammenfassen im Prinzip, dass die gesamten Drehprozesse sehr spontan und sehr pragmatisch organisiert werden mussten, weil mir ganz wichtig war, dass wir ganz nah am Alltag der Protagonisten sind und in Bezug auf die Lebensereignisse und auf den Alltag eben drehen. Das heißt, es gab keinen Drehplan. Und daher, also so chaotisch wie das Leben der Person war, so war im Prinzip auch die gesamte Produktion. Ich wollte eben Klischees, die es vor allem über Flüchtlinge, über arabische Flüchtlinge gibt, eben aufrütteln und dem etwas entgegensetzen.